Als ich im Koma aufgewacht bin und man mir erklärte, was meine Diagnose ist, war für mich sofort klar, okay, aber sag mir, was ich daraus machen kann. Warum muss ich in ein schwarzes Loch fallen, nur weil ich jetzt eine Behinderung habe? Ich bin Christina Vogel. Ich bin zweifache Olympiasiegerin und 17-fache Weltmeisterin im Bahnradsport. 2018 hatte ich einen Unfall, sitze seitdem im Rollstuhl. Und seitdem bin ich Autorin, Keynote-Speakerin, Moderatorin, Content-Creatorin und mache all die Dinge, die mir so Spaß machen. Wow. 2018 trennt mein Leben in so zwei Hälften. Einmal in das Gehende als Leistungssportlerin und einmal jetzt die im Rollstuhl sitzt und querschnittsgelähmt ist und durch die Welt auf vier Rädern rollt, anstatt auf zwei. Ich war Leistungssportlerin im Bahnradsport. Ich habe ein Training absolviert und auf der Radtourbahn stand jemand, den ich nicht sehen konnte. Es gibt auf der Radtourbahn auch so Regeln wie rechts vor links, so wie halt eben auch. Jemand hat gegen diese Regel verstoßen. Ich konnte nicht sehen und bin frontal über 60 km/h in ihn reingeknallt. Und die Folge daraus war halt eben eine Querschnittslähmung. It was a hard feat for me just to sit in my wheelchair. Just 2 months before, I was doing squat with 170 kg on a barbell. Man kann ja schon sagen, dass der Unfall das Leben so um 180 Grad gedreht hat. Was mich aber auszeichnet, ist, dass ich Dinge immer sofort annehmen kann. Ja, Diagnose Querschnittslähmung, okay, das ist es. Ich kann das nicht ändern. Ich kann so traurig sein, wie ich möchte darüber. Aber der Fakt bleibt einfach bestehen. Aber mir liegt es ja jetzt, was ich daraus irgendwie machen möchte. Also man kann mir sagen, okay, das wird irgendwie mal gehen, das kannst du mal machen. Wenn du hart arbeitest, wirst du irgendwann mal selbstständig leben können. Einfach mich klar, okay, also ich muss halt arbeiten, selbstständig leben, das ist das nächste Ziel. Ich bin sehr pragmatisch, sehr kühl zu sowas. Ist vielleicht nicht immer gesund so im Alltag, aber als Leistungssport hat das super funktioniert, für mich persönlich. Ich will nicht sagen, dass es nicht manchmal auch Momente gibt, wo es schwer ist. Also wo man natürlich denkt, es wäre jetzt einfach auch leichter, einfach aufstehen zu können, irgendwo hinzulaufen. Und vor allem auch in der Anfangszeit, wenn man so das gewohnte Leben hatte und wusste, wie so normale Dinge funktionieren. So wie gehe ich auf Toilette, wie gehe ich duschen, wie fahre ich Auto oder wie verreise ich zum Beispiel. Also auch das Privatleben, Sexualleben, wie auch immer. Man musste ja trotzdem alles irgendwie neu für sich ergründen. Natürlich macht das manchmal Angst. Ich will das auch gar nicht verschönigen. Das Leben im Rollstuhl mit Behinderung ist anstrengend. Weil die Welt dafür nicht geschaffen ist und nicht vorgesehen ist und wir in unserer Gesellschaft Andersartigkeit beängstigend finden und vorher lieber Fehler machen, aber was lieber gar nicht. Also ich will es nicht verschönigen. Es ist auch schwer draußen. Von daher muss ich, da kommt der Leistungssportler wieder, zack, okay, wie kriege ich es irgendwie hin? Problemlösung, Zeit ist Geld, ich muss gucken, was ich irgendwie machen kann. Verrückterweise bin ich 2018 die welterfolgreichste Bahnradsprinterin geworden. Also es gibt niemanden, der so viele Titel auf der Welt trägt wie ich, tatsächlich. Man müsste denken, dass ich ja auf Wolke 7 geschwebt bin und ganz stolz war. Im Gegenteil, ich war eigentlich kurz vor Burnout und kurz vor Depression. Weil der Druck für mich so groß war, dass ich mich so getrieben gefühlt habe und immer das Gefühl habe, dass egal was ich mache, ich kann was verlieren. Also dieses Gefühl, dass man mir für Silber nicht mehr gratuliert, sondern im Gegenteil eigentlich denkt, okay, Silber ist so, Karriereende ist vielleicht ganz nah. Das Presse schreibt anders, man erwartet eigentlich, dass man Gold gewinnt. Der Druck, dass wenn ich Gold gewinne, dass es die Mannschaft ein bisschen freier ist, weil für die Nation den Haken schon dran gemacht worden ist irgendwie. Also über die Jahre glaubt man das, dass man das, was man sich erarbeitet hat, auch verlieren kann. Und eigentlich ist es ja gar nicht so. Und durch einen Unfall, so blöd wie das klingt, habe ich mich zum ersten Mal wieder frei gefühlt und tue es immer noch, dass ich im Leben gar nichts mehr beweisen muss. Ich bin fast dankbar für diesen lebensverändernden Momentum, diesen Unfall, dass ich da jetzt so rausgelöst und mal drauf gucken kann und nach 18 Jahren Karriere sagen kann, ich bin verdammt stolz. Ich habe echt Glück gehabt. Ich war total privilegiert, meine Sportler zu finden und so erfolgreich zu sein. In der Zeit groß geworden, da gab es mentale Probleme einfach nicht. Punkt. So, im Leistungssport schon gar nicht.
Ich weiß noch, ich bin mal im Weltcup gefahren. Das war irgendwie, ich weiß gar nicht, das zweite oder dritte Jahr in Folge, wo ich ungeschlagen war. Dritte oder vierte Weltcup. Und ich war mental fertig, Körper war langsam fertig. Und dann sitze ich auf der Rolle, bereite mich so auf irgendein Finale vor. Und dann mein Trainer kommt, der, was denn los mit dir? Ich so, ich kann nicht mehr, ich bin einfach fertig, ich brauche Urlaub. Und dann hieß es, ja, jetzt hab dich mal nicht so. Denkst du, ich habe jetzt ein halbes Jahr Wettkämpfe auf dem höchsten Niveau. Ist nur ein Moment, wo ich einfach mal durchhänge und dann heißt es, hab dich mal nicht so. In dieser Zeit bin ich groß geworden. Und von daher hätte ich mir jemanden holen müssen, der es mit mir mal angeht. Ist auch kein Zeichen der Schwäche. Ich bin aber jetzt der Überzeugung, dass es wichtig ist, physisch und psychisch gesund Leistung zu erbringen. Und dann kann man es über einen längeren Zeitraum und auch gut. Ob ich es am Ende gemacht hätte? Vermutlich nicht. Vermutlich hätte ich irgendwie noch die 2 Jahre rumgekriegt, hätte die Olympischen Spiele in Tokio gefahren und vermutlich wäre ich nochmal Olympiasieger geworden, hätte es nicht gefeiert und hätte eher gedacht, so, zum Glück habe ich es bewiesen. Und das ist kein schöner Ausblick eigentlich. Ich finde voll toll, dass die heutigen Athletinnen da einfach mündiger erzogen werden und auch die Kraft haben und das Selbstbewusstsein haben zu sagen, ich kann das heute nicht, mir geht es nicht gut, ich bin nicht am Start. Ich glaube, das größte Beispiel ist Simone Biles, ist eine Turnerin aus Amerika, ist das Ausnahmetalent. Also eigentlich weiß man schon, wenn die am Start ist, dann wird es eine Medaille geben. Und die hat ganz klar gesagt, ich kann das hier nicht, das ist nicht mental gut für mich, ich starte nicht. Das war in den Olympischen Spielen. Ich weiß gar nicht, ob man sich ausmalen kann, was für eine Tagkraft das auch tatsächlich hat. Und von daher bin ich froh, dass jetzt Athleten groß werden, die merken, okay, ich muss auch auf mich im Inneren hören, das gehört auch mit dazu. Und vor allem auch, dass endlich der Deutsche Olympische Sportbund, der DOSB, auch Geld dafür bereitstellt, dass die Verbände auch Psychologen mitnehmen dürfen und können. Das machen noch nicht alle tatsächlich, aber es wird nach und nach jetzt ein Prozess, dass da auch welche mitkommen und halt die Athletinnen das ganze Jahr über auch begleiten. Ich bin als Leistungssportlerin in einer sehr aufgeschlossenen Welt groß geworden. Ich habe die Welt gesehen, ich habe alle Kontinente in meinem Pass. Ich habe schon immer viele Religionen, Ethnien, Hautfarben im Freundeskreis gehabt, sowie Menschen mit und ohne Behinderung. Aber wenn man sich beim Wettkampf mal so nebenbei auf den Kaffee trifft, dann redet man mit den paralympischen Athleten ja nicht so detailliert über die Dinge, die ich am Ende vorgefunden habe. Und ich bin aus meiner wunderbaren Wolke rausgefallen und es ist für mich so erschreckend, diese alltägliche Diskriminierung von Personen und Menschen, nur weil sie anders sind, weil halt die Behinderung, das Adjektiv, man etwas deutlicher sieht als bei allen anderen vielleicht auch. Und ich denke, jeder hat in seiner eigenen Bubble, wie man das so nennt, die Möglichkeit, was zu verändern. Und ich will ganz doll irgendwie auch aufklären, damit Menschen keine Angst haben, andere Menschen mal anzufassen, zuzuhören oder von vornherein zu sagen, ey, stimmt, es ist mir nie aufgefallen, wie mir damals ja auch. Das stimmt ja, das macht ja voll Sinn, wenn das so und so auch wäre. Um da einfach auch ganz, ganz groß Druck mit auszuüben, weil Menschen müssen darauf aufmerksam gemacht werden, die müssen das lernen, aber es ist auch verdammt noch Politik gefordert. Dass das von Pike auf, dass es immer inklusive Kindergärten gibt, alles zusammen in die Schule, alles zusammen ins Studium, dann lernt man voneinander. Wird irgendwie größer, erwachsener und intelligenter, was so Diversität angeht. Und dann weiß der mal die Städteplanung macht, weiß, okay, die Stadt muss ich so planen, weil das macht dann für alle Sinn. So, dass Menschen mit Behinderung einfach unterrepräsentiert sind. Was ich nicht sehe, das werde ich nicht sein können wollen. Also da fehlt mir einfach ein Stück weit das Vorbild. Mein Name ist Christina Vogel. Ich bin Werbebotschafterin der German Dream. Und ich war begeistert, als ich von Ellen erfahren habe, einem Charakter in der Sesamstraße, die im Rollstuhl sitzt und Kinder einfach schon von ganz, ganz klein lernen, dass es verschiedene Normen, Persönlichkeiten auch gibt. Nur wenn Kinder träumen, dann kann die Welt gut sein und die können nur träumen, wenn schon vom Grundschulalter, Kindesalter die gesamte Realität der Welt abgebildet wird. Das Problem ist, dass bei allen Enthusiasmus Dinge verändern zu können, Meckerer keiner leiden kann. Man hört den Meckerern nie zu. Es gibt aber Dinge draußen, wo man wirklich zum Teufel nochmal auf den Tisch hauen muss und sagen muss, warum nicht endlich? Wenn man überlegt,
UN-Behindertenrechtskonvention, wie lange es die gibt. Wenn man sieht, Bundesländer, wie sie sich auch entwickeln mit der Umsetzung von Inklusion in den Schulen, es ist ein Trauerspiel. Oder wenn man zum Beispiel eine Fußball-EM haben wir jetzt, es ist ein Graus, wie schlecht die Stadien ausgebildet sind. Da fehlen Tausende von Sitzplätzen für Menschen im Rollstuhl zum Beispiel. Man hat es festgestellt, für die Fußball-EM in Deutschland baut man das um und danach wieder zurück. Und da halt immer trotzdem das richtige Maß zu finden von, wie doll darf ich auf den Tisch jetzt hauen, um zwar zu meckern und als Meckertante zu sein, ist manchmal sehr, sehr schwierig. Und von daher versuche ich das immer auf so eine witzige Art zu machen, mit so einem Aha-Effekt, der aber halt hoffentlich so ein bisschen nachwirkt. Und so, wenn es immer mal passt, im Alltag, da halte ich mal die Kamera drauf. Hotelduschen haben auch immer ihre Eigenheiten. Oft sind die Badezimmer eigentlich wirklich barrierefrei und arm. Nur, wann immer diese Duschstühle an der Wand festgemacht sind, frage ich immer, wie soll das funktionieren? Dann sitze ich dann da, Duschbrause komme ich nicht ran und auch wenn die Dusche an ist, komme ich ja gar kein Wasser ab. Irgendwie denke ich immer, nice try, aber man hat nicht nachgedacht. Ich habe im Leben eigentlich zwei schwere Unfälle gehabt. 2009 hat mein Auto die Vorfahrt genommen, ich bin durch die Seitenscheibe reingeflogen und lag auch ein paar Monate im Krankenhaus. Damals schon ein Wirbelsäulenbruch und hatte da eine Psychologin vielleicht 3-4 Monate, weil ich mir diese Frage gestellt hatte, warum, weshalb ich an diesem Ort in dieser Zeit. Und habe da schon gelernt, dass auf diese Frage es keine Antwort gibt, also schmeiß ich einfach raus. 2018 wurde mir von meinem Krankenhaus eine Traumatologin quasi befohlen. Ich weiß noch wie heute, dass die bei mir am Krankenhausbett war, als ich so einigermaßen sprechen konnte, dass sie mich fragte, jetzt können Sie nicht mehr laufen, wie geht's Ihnen denn? Und ich sagte, junge Dame, was ist das für eine Frage? Ich kann nicht laufen, danke, da ist die Tür, ciao, was soll das jetzt? Also mit Gefühlen brauchen Sie gar nicht bei mir ankommen. Ich bin ganz dankbar, dass sie sehr hartnäckig geblieben ist und hatte dann mit ihr ein halbes Jahr Arbeit tatsächlich auch. Weil sie hat festgestellt, dass ich pragmatischer Mensch, dass man mit Gefühlen bei mir nichts anfangen kann. Sie hat mir immer mal erklärt, was für ein Prozess bei mir gerade so abläuft und was es so in der Lehre quasi auch ist. Und so ein schönes Beispiel ist immer, was ich auch gerne erzähle, dass man hat ja das Hier und Jetzt und das Problem und die Lösung dazu ist wie so eine Art Brücke. Und bei mir sind diese Brücken alle kaputt. Und ich muss jetzt gucken, dass ich halt beim Alltag für die Problemlösung halt neue Brücken aufbaue. Also, wie setze ich mich um, gehe ich auf Toilette, ne? Wie koche ich im Rollstuhl, also normale Sachen über das Lebensalter, baut man so ganz, ganz viele Brücken. Wir sind jetzt alle kaputt durch den Unfall und ich muss wieder neue Brücken bauen. Und das fand ich so einen guten, ja, so was Gutes, irgendwie so visuelles, bildliches, gesprochenes, was man dann doch ganz gut mitnehmen kann, wenn man feststellt, ah, irgendwie struggle ich da gerade, ich weiß nicht, wie ich es machen kann. Stimmt ja, ich muss ja die Brücke erstmal noch bauen. Im Leben muss man die Treppen nehmen. Es gibt im Leben keinen Fahrstuhl. Es gibt keine Abkürzung. Ja, es tut manchmal weh, wenn man durch muss. Sorry, es gibt keinen Zauberstab. Als letztes vielleicht noch, es ist okay zu trauern. Weil nur wenn wir trauern und was auch uns auch selber bemitleiden, dann wissen wir, es war wichtig für uns, hat uns was bedeutet, wir sind enttäuscht, wie auch immer. Also man kann das ruhig mal sein. Man muss nicht durchackern wie so ein Stier. Und auch wie ich das in meiner Leistungssportkarriere gemacht habe, war es auf alle Fälle nicht mental gesund. Es hat dafür funktioniert. Aber rückblickend, wie gesagt, wissen, sind wir jetzt klüger, ist es auch okay, mal traurig zu sein. Solange man aber nicht vergisst, dass es nur eine Etappe ist, dass ich wieder weiter vorangucken muss. Also ich kann traurig sein, ich kann schreien, was irgendwie kaputt schlagen wollen, den ganzen Tag heulen. Dann stehe ich wieder auf und denke, okay, an die nächste Etappe, weil das große Ziel wartet auf mich. Ich habe mich damals aber entschieden, dass ich weiter raus möchte. Ich möchte weiter lachen, ich möchte Sachen erleben. Ich möchte genauso verrückt sein, wie ich vorher auch war. Wir entscheiden, wie es uns geht. Wenn es uns schlecht geht und wir denken, scheiß drauf, wir gehen da raus und probieren es einfach, dann machen wir das. Das Leben schlägt manchmal hart zu. Aber es ist, was du daraus machst. Dankeschön.